Welcome back to Star Wars Battlefront. Ich Ja. wollte gerade überlegen, welcher Teil das ist, aber Ich hab's tatsächlich heißt gemerkt. es nur Star Wars Battlefront. Also Star Wars Battlefront 3, aka Star Wars Battlefront, aka Spiel mit abgestürzten Sternzerstörern in Wüste, durch die wir rumfliegen. So. Ich hätte wahrscheinlich die Gespielt. Aufnahme nicht so schnell nach Beginn des Ladebildschirms starten sollen. Dafür ist es jetzt zu spät. Ja. Hast noch irgendeine Anekdote, die du zu berichten weißt? Ehrlich gesagt, nö. Okay, dann erfind einfach eine. Ich glaube, wir gewinnen oder verlieren gleich, also. Ja, also ich denke, wir verlieren. Fighter Squadron ist nämlich ein neuer Modus, den ich noch nicht gezeigt habe. Kennt ihr aber sicherlich schon. Das ist kein neuer Modus, das ist ein Modus, den wir einfach nur bisher erfolgreich umgangen haben. Ja, so wollte ich das jetzt nicht ausdrücken. Jedenfalls. Ihr wisst ja, wie gut ich bin im Fliegen und ihr wisst ja, oh Manometer, bitte. Das wird spaßig. Das war jetzt Return to nicht. Combat? Echt jetzt? Ja, Pawn ist hier nicht. Aber wie konnte man nochmal auf Gegner fokussieren? Oh, Alter, hier. Jetzt bist wurde gerade du? auf mich geschossen. Frechheit. Man will doch einfach nur leben. Lasst mich in Ruhe, Jugends. Ich fliege in die Dampfwolke, dann sehen Sie mich nicht mehr. Ha. Doch. Und dann Also, die. jetzt habe ich euch schon mal gezeigt, wie es ist, abgeschossen zu werden. Jetzt werde ich euch hoffentlich zeigen, wie es ist, etwas abzuschießen. Also, wie konnte man den Gegner fokussieren mit Q? Mit Rechtsklick gedrückt halten. Dann kannst du ihn für eine gewisse Zeit halt anvisieren. Ja, oder auch nicht. Ja, doch, eigentlich schon. Red 3 has arrived. Hier sind halt so viele in der Luft, dass man nie weiß, auf welchen man schießen soll. Woo! TIE Fighter destroyed. Back to combat, bevor ich hier noch terminiert werde. Oh, wow. Red 2, nice of you to join us. Woo! Mist, 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 Mist! Manometer, Peter. Versuche ich mal einen A-Wing. Mal sehen, wie sich der steuert. Wahrscheinlich sehr viel agiler als der X-Wing, aber wahrscheinlich hätte er auch sehr viel weniger aus. Hätte ich jetzt also nicht unbedingt nehmen sollen. So, wo ist der nächste Feind? Der nächste Feind sieht. Ja, der da, der da. Der sieht nett aus. Nehmen wir den mal aus, wie sie. Woo! Von hinten kommt einer, sagt mir mein Radar. Da ist er, da ist er. Nehmen wir den unter Feuer. Das war nicht ich. Aber ich bin natürlich, ich weiß es sehr zu schätzen, dass mir da die Gefahr abgenommen wurde. Aber weißt du, wie man wenden kann? Wow, 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 ich will's jetzt. Ah, das wäre jetzt echt nützlich. Gut, das Wie war wenden? sowas. Naja, weißt du, wenden, rückwärts einparken, sowas halt. Ja, mit dem X-Wing rückwärts einparken, ja, bitte. Na, einfach F1, F2 und F3 sind so Spezialmanöver, die du machen kannst. Ich kann nur froh sein, dass meine Zuschauer mir für gewöhnlich nicht zugucken, um meisterhaftes Gameplay zu sehen. Also, bei dem. Sondern wahrscheinlich, weil sie lustige Kommentare mögen. Ah! Wenn man kläglich versagt. Woo! Also hier wird mir ja bald schlecht. Wo ist der Kotzbeutel? Sag mal, der eiert aber auch rum wie so ein. Ja, ich fahre mir jetzt den Vergleich. Und jetzt fliegt er noch aus dem Gefechtsraum raus. Feigling. Ich nehme mal so einen da auf das Visier, ne? Zumindest getroffen habe ich ihn. Ja, er hat ihn vollkommen abgeschossen, ohne mir auch nur zu danken.
Komm her, du. Mann, das scheint ein menschlicher Pilot zu sein, der ist recht gut. Ja. Also man, einige von den... Fightern, die hier in der Luft sind, sind botgesteuert. Aber das da, Mann, oh Meter, ey, der eiert hier rum. Oh, die Slave One. Ja, super, ich bin weg, ne? Ich mach mal einen A-Wing. Vielleicht läuft's ja besser. Ein A-Wing? Der A-Wing. Ach, ein A-Wing. Ja. Weißt du, wer im A-Wing drin sitzt? Wer denn? Ein Tipp? Das. Nee, das A-Team. Also bin ich jetzt A-Team oder wie? Ja. Bist doch Murdoch. Was? Bist doch Murdoch oder Howling nicht? Howling Mad Ransky Rata. Boah, das Schöne an der Slave One ist natürlich, dass sie so schön groß ist. Und so schön langsam. Ja. Ach Mist. Here they come. Sieg! Sieg! Warum auch immer. 3-3, so gut war ich noch nie in Jägerstaffel. Na gut, dann wollen wir jetzt noch eine Runde mit Imperium mitnehmen. Ja. Damit wir auch mal TIE Fighter medienwirksam fliegen. In Klammern hoffentlich. In Klammern wahrscheinlich nicht. So, aber das hat Spaß gemacht. Ich wusste gar nicht, dass Jägerstaffel Spaß machen kann. Ja, und dem Todesstern hat On bestimmt auch nochmal. Du holst es dir doch eh nicht. Pass auf, insgeheim, wenn du das längst deinstalliert hast, dann komm ich. Boah, das wäre viel. Gut, wir werden mal starten und uns das Ganze mit TIE Fightern antun. Und ich nehme den TIE Interceptor, denn im Arwing war ich eben relativ gut. Und der TIE Interceptor ist so ein bisschen das Gegenstück. Außerdem sieht das Ding nicht aus wie ein riesiges fliegendes Haar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Interceptor von allen TIEs am besten. Einfach vom Design her allein schon. Ich finde den TIE Mauler gut. Echt? Nein, überhaupt nicht. Vor allem in der Luft, weißt du. Ey, er ist relativ schnell auf seinem Weg nach unten. Ja. Ja, ihr wisst, Leute, TIE Mauler ist so ein Ding, das hat so eine TIE-Kapsel in der Mitte. Zumindest ungefähr. Dann aber Raupenketten außen, wo die beim normalen TIE Fighter die Solarsegel sind. Also ein TIE Fighter für Bodeneinsätze. Genau. Wenn man so will. Jo. Und dann hinten an der Kabine hat er noch so einen langen Schwanz dran, aber der ist vernachlässigbar. Na los, ich will fliegen. Ich will fliegen, lasst mich fliegen, vielen Dank. So. Man muss natürlich auch sagen, wow, dass sind TIE Fighter über keine Schilde besitzen. Ne? Aber damit kann man gut X-Wings abschießen. Ah, ich will instinktiv immer noch auf die TIE Fighter schießen. Sehr gut. Super. Und wundere mich, warum die nicht. Und ich wundere mich, warum die nicht. Ich bin da mal kurz weg. Ganz weg. Ja, und ich wundere mich, warum der Lock-on nicht sich einloggt. Naja. Okay. Ah, ich sehe dich. Du bist der gelbe Kreis, ne? Ja. Aber um ehrlich zu sein, Leute, ihr seid ja nicht nur hier, um mir zuzugucken, wie ich X-Wings abschieße. Um ehrlich zu sein, will ich mir auch mal ein bisschen den abgestürzten Sternzerstörer angucken. Das Ding sieht cool aus. Außerdem kann man sich in dem Dampf gut verstecken, damit man nicht abgeschossen wird. Wuhu, das Ding sieht ziemlich awesome aus. Das war knapp, aber ich hab's noch geschafft, ne? Und sofort wieder unter Feuer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Freut mich. Sofort unter Feuer. Ja, ja, schön. Danke auch. Dass man hier für Sightseeing auf einmal wird mal abgeschossen wird von irgendwelchen, ja, Terroristen. Mhm. Tatsächlich, in der offiziellen Imperiums-Narrative sind die Rebellen ja wirklich nichts weiter als Terroristen. Woo! X-Wing destroyed!
ist noch einer. Den nehme ich jetzt unter Feuer. Hat nicht gereicht. Aber wie könnte man Raketen abschießen? Eins, okay. Jetzt kommt so ein Pinocchio auf mich ab hier sehen. Und drei. Wow, sag mal, das ist ein menschlicher Pilot, der ist gut. Wow. Jetzt habe ich ihn verloren und er hat mich, super. Finde ich super, sehr schön, Leute. Jetzt heißt es alle Tricks rausholen und trotzdem abgeschossen werden. Top. Manometer, ich glaube, das hier ist nicht unser Modus. Moment. Ich weiß, ich werde es bereuen, aber ich kann nicht widerstehen. Woohoo! Das war gut. Skywalker, komm her. Mist, zu schnell. Junge, halt dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung im Luftraum über dem Schlachtfeld, okay? Aber ich krieg den echt nicht ins Visier. Schrecklich. So, da ist einer. Der kommt mir aber entgegen, da habe ich keine Chance, den irgendwie zu treffen. Jetzt hat er Ball gedreht. Sag mal, jetzt fliegt der auch noch aus dem Combat-Kampfzone raus. Ist ja natürlich auch eine Möglichkeit. Ah, diese Feiglinge. Jo. Nee, die Runde läuft nicht so gut. Ja, naja. Sie läuft erwartungsgemäß, würde ich sagen. What the nosebleed? What the nosebleed? Oh, das war knapp. Die Transporter werden dafür von unseren Jungs echt ratzfatz niedergeschossen. Ich muss sagen, die haben es gut hingekriegt, dieses Gefühl, so, wenn man einen abgeschossen hat, das Gefühl ist echt schön. Der da sieht so aus, als ob er durchs Schlachtfeld flitzt und abgeschossen werden will. X-Wing destroyed, aber ich habe da auf den A-Wing geschossen, das verstehe ich nicht. Das ist natürlich auch eine interessante Logik. Wow, Manometer, der eiert aber ganz schön rum im Fadenkreuz. Oder ich eier ganz schön rum mit dem Fadenkreuz. Woohoo! Zwei in einem... Es gibt auch B-Wings? Interessant. Oh, nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Doch gut, nicht gut. Juhu! Das läuft! Läuft, Leute! Komm her, mein kleiner X-Wing, komm zu Papa! Ja? Bisschen angeschossen habe ich ihn schon? Ja, komm schon! Mist! Fliegt er einfach an mir vorbei und wird... Jetzt heißt es für mich, die Beine in die Hand nehmen. Das ist nicht so schön jetzt. Enemy Locking? Sag mal hallo? Nee, danke. Tschüss. Einfach mal... Ich will nicht abgeschossen werden. Lasst mich in Ruhe. Ich flüchte. Komm her, du Freizeitpilot. Nett. Ist doch so. Okay, Attack. Dann wollen wir doch mal attacken. Das ist so groß, das kann selbst ich nicht verfehlen. Wuhu. Machen wir mal unseren Turbo Boost anmachen. Nee, Turbo Boost, das war Knight Rider, das war nicht Star Wars. Wenn's hilft. War ich das jetzt? Weg war er, der Transporter. Okay, da oben ist einer, da oben ist einer, da oben ist einer. Ja, willst du abgeschossen werden? Wir werden sehen. Nein, er will nicht abgeschossen werden. Frechheit. Oh no.
Was? Ach, nee. Sag mal, wieso haben die auch B-Wings? Y-Wings. Die haben X-Wings, A-Wings, B-Wings und Y-Wings. Das ganze Alphabet. Ja, gut, solange sie keine K-Wings haben, ist alles super. Die sind hart, ne? Waren das nicht diese, die einfach nur vor Kanonen strotzen? Ja, unter anderem, und die können vor allem auch rückwärts schießen, wenn ich mich richtig erinnere. Das wäre echt mies. Ich will meinen lieben Zuschauern gerade meine Tour vom abgestürzten Sternzerstörer bieten, aber... Ah, das war nett, knapp. Aber die engen Grenzen des Schlachtfelds wollen mich nicht zulassen. Frechheit. Hast du einen? Ja, ich weiß. Alter! Hilfst du mir vielleicht? Dankeschön. Wie auch immer. Ja, ich werd ja sofort abgeschossen. Na, ich nicht, oder wie? Nee. Scheinbar nicht. Geh mal unter dem abgestürzten Moncal-Schiff lang. Vielleicht kann man da abschnitzen. Wie nennt man das? Abschütteln! Na, no, die Verbalfähigkeiten funktionieren auch schon nicht mehr gut. Ich hab irgendjemand ständig im Nacken. Und das durchgängig. Und ich habe gerade mein Ziel verloren. Oh nein, mein Ziel hat mich. Ja. Gut. Nehmen wir mal einen normalen Teilfelder, vielleicht halten wir damit ein bisschen länger. Zwei gleich hinter mir gewesen, unfassbar. Die haben zu viel Freizeit, die Jungs. Oh nein, sag mal. Scheint so, als ob die Rebellen keine TIE Fighter mögen. Aber ich konnte mich gerade nochmal so retten. Bitte sag mir, dass die Schiffe sich automatisch reparieren. Nee, du kannst unten auf dem Boden manchmal so eine Power-Up-Symbole sehen. Sehr gut, das heißt, ich bin vollkommen screwed, ne? Wenn du die nicht einsammelst. Ich suche gerade eins, aber... Problem gelöst. Ich respawne jetzt. Okay. Also Teil Jäger bringt mir kein Glück. Er bringt so momentan gar nichts Glück. Ich werde mal auf den Y-Wing da anlegen. Y-Wings sind nämlich vergleichsweise langsam und ich hoffe, dass ich da mal die Chance habe, einen abzuschießen. Das sind zwei Y-Wings. Die da vor mir sind. Aber die fliegen aus dem... Jungens! Hallo, Jungens! Nicht... Die wollten mich außerhalb des Gefechts, der Kampfzone locken. Nur um mich dann abzuschießen. Aber immerhin kriege ich wieder den, den Spaß, dass ich durchfliegen kann. Woo! Das macht Spaß. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Das da hinten ist übrigens ein Hangar gewesen, falls man es ein bisschen gesehen hat. Aber ich glaube, ich sollte mich nicht mehr auf Hangars an abgestürzten Sternzerstörern konzentrieren, sondern auf... Ah, ich sehe Max. Nett. Hallo, wie geht es dir? Na? Also sag mal, echt, kann es sein, dass die imperialen Schiffe echt schlechter sind? Ist die Frage. Also der Abfangjäger zum Beispiel hat halt keine Raketen. Was sich halt schon teilweise echt bemerkbar macht. So, der Jäger, das ist der einzige. Ach man. Ich versuche gerade den menschlichen Gegner hier auszumanövrieren, aber ich bin nicht sehr erfolgreich und langsam kriege ich einen Drehwurm und suche nach meinem Kotzbeutel. Aber das Problem hat sich auch gelöst. Ich ramme erstmal jemanden, sau schön. Rechts vor links, mein Lieber. Das nennt man Docking Fight. Wenigstens habe ich ihn ein bisschen beschädigt. Wo bist du nur eigentlich? Der ein X-Wing ist gerade... Ich bin mitten im Getümmel, da... Wo sonst? Sag mal, wieso schieße ich hier ständig Leute ab, aber ich krieg keinen Kill?
Alter! Nein, 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 nicht gut! Also diese, die Rebellen haben bessere Schiffe. Ganz klar, daran liegt das. Ja, ist ja auch ein bisschen loregetreu, also... TIE Fighter sind schnell und haben die Feuerkraft, X-Wings sind zum Beispiel langsam, haben aber Schilde. Naja, jedenfalls werden wir jetzt nicht nochmal eine Runde Fighter Squadron spielen. Bis dann, Leute.